Spiels einen Sonnenstich, kann Spieler und Ball kaum noch erkennen. Doch Schmid muss im Tor bleiben, denn Auswechslungen gibt es damals noch nicht. Dass Österreichs Team dieses Spiel dennoch gewinnt, liegt hauptsächlich an seinem Stopper, an Ernst Happel. Und da hat der Happel in der Kabine gesagt, Burschen, wir dürfen keine Flanken reinkriegen, weil der Hügel war ja gefährlich, der hat 3 Goal gemacht. Und da habe ich gesehen, was er kann. Also die haben keinen Kopfball mehr erwischt. Und dann war's, haben wir 6-4 geführt, da hat wieder der Hut brennt ein bisschen. Sind sie auf 6-5 herangekommen und ein hoher Ball kommt für ihn, der Tormann schießt aus und er war mit dem Fateau ganz allein. Und er hat nicht die Chance mehr gehabt, den Ball zu erreichen. Der ist so schräg gestanden und dreht sich um und stoppt den Ball mit dem Hintern. Kannst du dir vorstellen? Da war es im Stadion ruhig, alle sind gestorben. Auf einmal haben sie zum Applaudieren angefangen, der hat den runtergekommen, hat ihn weggespült. Der Fateau ist weitergerannt, der hat nicht gewusst, wo der Ball ist. Und dann ist der Ossi, und die sind halt hier für Asche, bist du deppert. Da ist ihm so viel gegangen. Was willst du, ist eh nichts passiert, hat er gesagt. Doch nach dem heroischen 7:5 erlebt Happel eine seiner dunkelsten Stunden als Spieler. Österreich geht als Favorit ins Semifinale gegen Deutschland und verliert gegen eine vor allem physisch klar überlegene deutsche Elf mit 1:6. Im Spiel um Platz 3 schlägt Österreich Uruguay mit 3:1. Weder davor noch danach hat ein österreichisches Nationalteam bei einer WM so gut abgeschnitten. Aber viele Fans und Journalisten wollen dem Team das Debakel gegen Deutschland nicht verzeihen. Ernst Happel wird zum Sündenbock. Das kleine Volksblatt schreibt allen Ernstes, man wünsche Happel 10 Jahre Fegefeuer, verschärft durch täglich 20 verlorene Schnapspartien. Wie wir angekommen sind am Westbahnhof und die zwei, den Tiger und den Happel, haben es verantwortlich gemacht für die 6:1. Das stimmt nicht. Verantwortlich kann man eine ganze Mannschaft machen und auch die Betreuung dazu. Und da muss ich ehrlich sagen, da sind eben die Trainer runtergekommen, uns auch. Und wir haben sie geschaut für unser Publikum, weil es war der dritte Platz ja doch eine große Leistung. Da kann man nicht. Und von dem Zeitpunkt an hat er eigentlich mit Wien abgeschlossen gehabt. Er hat gesagt, ich kann es dann nicht mehr aushalten, weil wenn er wo rausgelaufen ist aufs Spielfeld, dann haben die Leute pfiffen. Nicht? Die haben mir vorgeworfen, dass sie bestechen hat lassen und so weiter. Also es war unschön dort zumindest die Zeit. Ein Jahr später verlässt er Wien und wechselt, für einen Verteidiger damals äußerst ungewöhnlich, ins Ausland, zu Racing Club Paris. Dass Happel bald schon als Trainer im Ausland für Furore sorgen sollte, hat damals noch niemand für möglich gehalten. Nein. Also jeder hat gesagt, ich wünsche den Happel denselben Spieler, dass er den, der Happel so einen Spieler kriegt, wie er war. Jeder hat ihm das gesagt. 1962, kurz nachdem er in Österreich die Trainerprüfung absolviert hat, bekommt er die erste Chance. Beim in Österreich völlig unbekannten holländischen Abstiegskandidaten Ado Den Haag ist der Clubpräsident mit einer Österreicherin verheiratet. Sie stellt den Kontakt zu Happel her. Ado ist die holländische Abkürzung für alles durch Übung. Und für die Übungen eines 36-jährigen Trainers eignet sich dieser Club perfekt. Ich glaube, meine große Stärke ist die Taktik. Und der zweite große Punkt von meiner Seite, glaube ich kann die Spieler anpacken. Er war streng. Gewoon eerlijk, maar streng. Zo is het, zo wil ik het en anders niet. Dass er selbst als Spieler alles andere als diszipliniert war, war für ihn weder in Den Haag noch sonst wo ein Argument. Wir haben natürlich nicht gespielt um diese Beträge für diese Menschen im Moment. Wir haben gewöhnlich gespielt gegen diese Menschen mit Butterbrot. Also da kann man natürlich von einem Spieler nicht so viel fragen in disziplinärer Hinsicht, als wie im Moment. Die meisten Spieler gehorchen ihm schon allein aufgrund seiner enormen Ausstrahlung. Und jene, die es anfangs nicht tun, überzeugt er mit seinen fußballerischen Fähigkeiten. Sette die gewoon op de lat. En dan zei hij tegen de spelers. Probeer hem maar eraf te schieten. Nou, en hij als eerste gelijk trapte, pats, eraf. En wij proberen, lukte niet.
Dat heb je, dan dwing je respect af bij spelers. Appel moest vaak ook de keepers inschieten. Ja. Was gewoon, iedereen lag zo. Te kijken van, wat is dat? Appel blijft 6 jaren in Den Haag. Und macht aus einem Tabellennachzügler einen Verein, der in Holland vorne mitspielt. 4-mal schafft Happel mit ADO Den Haag den Einzug ins holländische Cupfinale. 1968 kann das Team das Finale schließlich auch gewinnen. Und das gegen die Stars von Ajax Amsterdam. Und dit was de eerste finale die ADO won. Met 2-1. Ja, en dan voor een klein clubje. Het was wel een grote club, maar voor een klein clubje. Is het natuurlijk hartstikke mooi als je de beker wint van een topclub. En dat deed Happel. Met de erfolgen beim kleineren ADO Den Haag geniet Happel in de Nederlanden bereits höchste Anerkennung. En nach dem Cupsieg erhält der nach wie vor nur dürftig holländisch sprechende Österreicher das erste Angebot eines Spitzenclubs: Feyenoord Rotterdam. Aber nicht nur Happel kommt zum damals bereits achtfachen holländischen Meister, denn gleichzeitig holt der Traditionsklub einen der besten holländischen Fußballer nach Rotterdam, Willem van Hanegem. So genial als Spieler, so gefürchtet sein Charakter, denn van Hanegem macht prinzipiell, was er für richtig hält und sicher nicht, was sein Trainer will. Mit dem Willem habe ich nur Probleme gehabt, das war ein ganz großer Fußballer. Mit dem Mann habe ich nur Komplikationen gehabt, einmal in der Woche, und das war immer beim konditionellen Training, ohne Ball. Dienstags hatten wir Konditietraining. Und ich fand es nicht so leuk. Da machte ich altijd Ruzie mit Happel, und dann werd ich meestal weggestuurd. Aber wir hatten eine Art Haat-Liefde-Verhouding. Happel vergattert den Star kurzfristig zum Training mit der B-Mannschaft. Ein Umstand, der innerhalb des Clubs für Aufregung sorgt. Der Vorstand zitiert van Hanegem und Happel zu sich. Happel zat mit helem Bestuur. Und dann kam ich daarna binnen und dann keek ich nach Happel. Und dann moest ich lachen und dann gaf ich ihm eine Hand und dann ging ich wieder weg. Dus er zaten alle mensen van het bestuur, ja, die zaten daar. Happel weiß, wie er mit diesen ganz speziellen Charakteren wie van Hanegem umzugehen hat. Und er weiß vor allem die Genialität dieser Spieler zu nutzen. Ich liebe solche Spieler, die was schlitzohrig sind. Ja, Basil, das war ein gottbegnadeter Fußballer. Da hat man ihm müssen beibringen, auch die Einstellung. Denn auch Franz Hasil, zu seiner Zeit wohl Österreichs bester Fußballer, kommt 1969 nach Rotterdam und erlebt dort die erfolgreichsten Jahre seines Lebens. Denn gleich im ersten Jahr sollte die holländisch-österreichische Mischung im Europacup der Meister der heutigen Champions League für eine Sensation sorgen. Schon in der zweiten Runde treffen die Holländer auf den Titelverteidiger. AC Milan mit ihrem Superstar Gianni Rivera gewinnt das Heimspiel gegen die Holländer mit 1:0. Wer vor dem Rückspiel auf lange taktische Ansprachen wartet, wie man die Offensivkraft der Italiener schwächt, der kann bei Happel lange warten. Ich muss zeg maar de spelmaker van AC Milan uitschakelen. En hij kwam naar me toe en hij zei alleen maar tegen me: Rivera, en hij liep weg. Milans Offensive und Gianni Rivera bleiben an diesem Abend völlig harmlos. Und ausgerechnet Riveras Bewacher Wim Jansen erzielt nach Vorarbeit von Hasil die frühe 1:0-Führung für Feyenoord. Als kurz vor dem Schlusspfiff Willem van Hanegem das 2:0 erzielt, wird das Rotterdamer De Kuip-Stadion zum Tollhaus. Feyenoord schießt den AC Milan aus dem Europacup. Ohne langwierige taktische Anweisungen des Trainers Happel. Hij kwam binnen 10 minuten in zijn bespreking. Dus bij grote clubs, internationaal, kon hij vertellen wat is de zwakke en de sterke punten van die ploeg. En ook van de spelers. Dat was hij in 7 of 10 minuten was je daarmee klaar. En nu en later zit je een halve dag te luisteren naar trainers en die zeggen niets.
Die weten nichts. Happel, der Schweiger. Er sagt immer nur das, was er als gerade notwendig erachtet und kein Wort mehr. Und das liegt nicht an seinen mangelnden Sprachkenntnissen. Er ist überall so, auch Jahre später in Hamburg. Die Mannschaftssitzung, sage ich jetzt mal einfach, sie haben teilweise manchmal nur 2-3 Minuten gedauert. Es war mal eine Sitzung dabei in München, wo wir nach München gefahren sind. Wenn wir Meister werden wollen, müsste halt hier gewinnen. Die Spieler schätzen, ja verehren ihn fast für diese Art, auch weil sie fast immer von Erfolg gekrönt ist. Feyenoord Rotterdam schaltet nach dem AC Milan auch Vorwärts Berlin und Legia Warschau aus und steht im Frühjahr 1970 im Europacup-Finale der Meister. Der Gegner Celtic Glasgow in den gestreiften Dressen. 25.000 holländische Schlachtenbummler begleiten ihre Mannschaft nach Mailand. Noch nie hat eine niederländische Mannschaft zuvor den Europacup gewonnen und zu Beginn des Finales schaut es auch nicht danach aus. Die Schotten gehen nach diesem Schuss von Tony Gamel mit 1:0 in Führung. Auch unter kräftiger Mithilfe des italienischen Schiedsrichters, der Torhüter Peter Skraafland, die Sicht verdeckt. Aber nur 3 Minuten später der Ausgleich. Das ist Romain und Hasil. Hasil schießt. Die Entscheidung in einem für damalige Verhältnisse sehr schnell geführten Spiel fällt erst in der Verlängerung, in Minute 117. Der Schwede Ove Kindwall versetzt die Rotterdamer in Ekstase. Das ist jetzt das Tor gewesen, das Feyenoord dem Europapokal der Meister 1970 beschert. Zum ersten Mal ist ein Team aus den Niederlanden Europacup-Sieger. Happels erster ganz großer Triumph. Ja, daarna was het eigenlijk alleen maar een sprookje voor ons. Want we kwamen terug in Nederland en iedereen was fantastisch hier. We hebben hier op de Coolsingel gestaan. Met 100.000 mensen. En dat is de absolute top wat wij meegemaakt hebben. Happel-Sprechchöre am Rotterdamer Rathausplatz. Selbst heute, 42 Jahre danach, schwelgt man am Feyenoord-Trainingsplatz noch in Erinnerungen. Und hunderttausende Menschen beim Rathaus. Wenn sie zurückkamen, die nächste Tag, ja. Das war so grandios. Das bin ich nie vergessen, nee. Ist Ernst Happel heute noch bekannt hier? Ja. In de hal staat een borstbeeld van hem. Ja. Als ik naar het toilet ga, loop ik er altijd voorbij. Ernst. Und diese Büste, die zu Ehren von Happel im Eingangsbereich des De Kuip-Stadions aufgestellt wurde, ist noch nicht alt. Glühende Feyenoord-Fans haben sie vor ein paar Jahren erst von einem Künstler anfertigen lassen. Happels Sohn, der in Holland aufgewachsen ist und heute seinem Vater zum Verwechseln ähnlich sieht, hat sie enthüllt. Welch Heldenstatus Ernst Happel bei den Feyenoord-Fans genießt, zeigt sich selbst 11 Jahre nach seinem Tod. 2003 in Klagenfurt, kurz vor dem Europacup-Match Austria-Klagenfurt gegen Feyenoord Rotterdam. Ja, wir sind alle 10 Meter angesprochen worden von einem Holländer. Ne? Fotografiert worden, meine Tochter hat Autogramme geschrieben, es war völlig verrückt. Ne? Dann haben wir ein Lokal gefunden, wollten hineingehen, kommt gerade ein Holländer raus mit seinem Handy und telefoniert. Und ich schaue hinein und da war es furchtbar laut drinnen. Da waren 50 Holländer drin, das Lokal war voll, furchtbar laut. Und ich gehe wieder raus und der mit dem Telefon draußen sagt, Happel, nicht weggehen, komm rein. Sag ich, nein, da drinnen ist mir zu laut. Sagt er, das haben wir gleich. Geht hinein, macht die Tür auf, macht einen Brüller, halt alle den Mund, sonst kommt der Happel nicht rein. Es war mucksmäuschen still in dem Lokal. Wir haben dann dort gegessen, es war köstlich. Jeder von diesen 50 Holländern hat mir auf ein Bier eingeladen. Ich habe gesagt, Jungs, da sehe ich das Match nicht mehr. Ne? Dies alles ist aber harmlos verglichen mit dem, was während Happels Trainerzeit in Rotterdam vor sich geht. Du hast nirgends eine Privatsphäre, egal wo du essen gehst oder wo du hingehst.
Du wirst permanent belästigt, jetzt in Anführungszeichen. Manche Leute sind eben so höflich und warten, bis du mit dem Essen fertig bist. Und manche reißen da praktisch den Suppenlöffel aus der Hand, nur um ein Autogramm zu kriegen. Ne? Und das nervt natürlich auf die Dauer schon. Ne? Und da konntest du nirgends hingehen. Weder in Belgien, in Holland, noch irgendwo. Na, der war Gott in Belgien, überhaupt in Brügge. Von klar auf, die Kinder haben schon gewusst, wer der Harp ist. 1974 übernimmt Happel den FC Brügge. Und ein Jahr später holt er den Österreicher Eddie Krieger als Libero in eine junge, international noch unbekannte Mannschaft. Wie ich gehört habe, Brügge interessiert sich für mich. Ich habe gar nicht gewusst, erstens einmal, wo Brügge ist. Und dann eigentlich hat der Harpe das aus dieser Mannschaft, das war, da war der Einzige, der was bekannt war, war der Lefebvre, der ist von Gladbach gekommen. Und sonst eigentlich hat es keinen Spieler gegeben, den was man kennt. Hat. Feiner ist eine absolute Weltklasse-Elfter gewesen mit 5 bis 6 individuellen Weltklasse-Spielern. Und Club Brügge ist im Moment, da wir einen Aufbau, im Aufbau begriffen sind, ist das mehr kollektiver Club. Mit der im Aufbau befindlichen Mannschaft gewinnt Happel im heute noch existierenden Breidl-Stadion von Brügge gleich in seiner ersten vollen Saison die Meisterschaft. Der erste von 3 Meistertiteln unter Happel. Und er schafft 2-mal den Sprung in ein Europacup-Finale. Beide Male unterliegen die Belgier dem FC Liverpool nur knapp. 1976 im UEFA Cup, dem heutigen Pendant zur Europa League, liegen die in Weiß spielenden Belgier in Liverpool zur Pause mit 2:0 in Führung, verlieren aber am Ende mit 2:3. Das Rückspiel in Brügge endet 1:1 und bringt den Engländern den Titel. 2 Jahre später verlieren die Belgier im Europacup der Meister mit 0:1. Dennoch hat Happel die Erwartungen in Brügge weit übertroffen. Der Engels machte von den kleinen Brügge doch eine große Mannschaft, auch international. Und mit einem Budget, einem kleinen Budget. Und der hat das ganz gut geschafft. Er war vielleicht der größte Trainer, den ich in meiner Karriere gehabt habe. Erfolge, egal wo, feiert ein Team laut Happel nur dann, wenn sich jeder Spieler der Mannschaft unterordnet und stets maximalen Einsatz zeigt. Tut er das nicht, gibt es für Happel nur eine Lösung. Ganz einfach, raus. Der einzige Weg war ganz geradeaus und das war Ernst auch für die großen Spiele. Jeder hat sich der Mannschaft unterzuordnen. Das bekommt selbst der Vorstand zu spüren. Der Bürgermeister von Brügge war unser Präsident und der ist einmal reingekommen mit der Zigarre in die Kabine in der Halbzeit. Der Trainer hat gesagt, raus zum Bürgermeister, zum Präsidenten, der war draußen. Angst vor Autoritäten kennt Happel nicht. Als ihn 1978 bei einem Empfang die holländische Königin Juliana warten lässt, soll Happel den Enkelsohn Prinz Willem aufgefordert haben, nachzufragen, wann denn die Oma endlich komme. Er müsse schließlich nach Velden ins Casino. Der Grund für die königliche Warterei ist ein weiterer großer Erfolg Happels. Als niederländischer Nationaltrainer wird er bei der WM 1978 nämlich Vize-Weltmeister. Ohne die Stars Johan Cruyff und Willem van Hanichem fliegen die Oranjes nach Argentinien und überstehen nur knapp die Vorrunde. Aber je länger das Turnier dauert, desto besser stellt Happel das Team ein und das bekommt auch Österreich zu spüren. Taktisch war er seiner Zeit voraus, das hat man auch erlebt bei der WM 1978 in Cordoba. Dort haben wir nämlich nicht nur 3:2 gegen Deutschland gewonnen, sondern was viele schon vergessen haben, vorher 1:5 gegen Holland verloren. Als hij een bespreking had, dan kon hij altijd de tegenstander ontzettend goed analyseren. En op het moment zeg maar, dat je de wedstrijd inging, wist je precies ook wat je moest doen. Dus ongetwijfeld zal hij de zwakheden van het team tegen ons verteld hebben. Österreich wird ausgekontert und aus dem Turnier geworfen. Den Niederlanden gelingt der Einzug ins Finale. Dort wartet das Gastgeberland Argentinien, damals noch regiert von einem brutalen Militärregime. Es passieren merkwürdige Dinge, auch noch kurz vor dem Finale, denn kurz vor dem Anpfiff will der Schiedsrichter plötzlich den seit mehreren Partien schon mit einer Gipsmanschette spielenden René van der Kerkhoff seinen Einsatz verbieten. Jeder andere
Teamchef hätte vermutlich ausgerastet. Aber der Happel ist damals ganz cool geblieben, hat gesagt, okay, er sagte mir erst jetzt, dann brauche ich einen anderen Spieler, der muss aber erst aufwärmen, richtig. Diese Taktik geht auf, denn eine weitere Verzögerung des Anpfiffs will man sich nicht antun. Van der Kerkhoff darf spielen, Weltmeister wird aber trotzdem Argentinien und Mario Kempes in der Verlängerung zum Helden. Aber nur, weil der Holländer Rob Rensenbrink in der 91. Minute der regulären Spielzeit den Ball statt ins Tor an die Stange schießt. Obwohl Happel selbst dann noch am WM-Titel gezweifelt hätte. Ich denke, wenn der Rensenbrink das Tor erzielt, das ist so 2 Minuten vor Ende gewesen, spielen wir noch 10 Minuten, glaube ich. Fast 20 Jahre lebt Happel in den Niederlanden und in Belgien. Das hat auch Auswirkungen auf seine Sprache. Er entwickelt einen eigenen Dialekt, eine Mischung aus Deutsch, Holländisch und Wienerisch mit in Deutschland unbekannten Begriffen. Ich war verwundert, obwohl ich geglaubt habe, der deutschen Sprache mächtig zu sein, dass ich sehr wenig von ihm verstanden habe. Er hat doch ein Mischmasch gesprochen, das gewöhnungsbedürftig war. Ja, am Anfang war es schwierig. Da hieß es Cornerfleck, Rasenteppich. Mein Spiel gesagt, was hat er gerade eigentlich gesagt? Wirklich, es ging so, oder? In Besprechungen musste Cornerfleck, das war dann die Eckfahne, Rasenteppich war der Platz, da gab es noch Mittelauflein und da war die Mittellinie. Günter Netzer ist damals Manager beim Hamburger Sportverein. Er sieht ein Spiel des belgischen Clubs Standard Lüttich, den Happel von 79 bis 81 trainiert. Netzer ist von der modernen Spielweise der Belgier begeistert und will ihn unbedingt nach Hamburg holen. Wir in Deutschland hatten kaum die Raumdeckung eingeführt. Es gab immer noch Manndeckung, wo der Abwehrspieler hinter seinem Gegenspieler dergelaufen ist, egal wohin er gelaufen ist. Und da gab es Raumdeckung, aber es gab Vorchecking. Wir haben also auf dem ganzen Platz, hat die ganze Mannschaft sich nach vorne bewegt in einer Art und Weise, wie das für die damalige Zeit nirgendwo zu sehen war. Abseits gestellt. Das ging einher mit seiner Taktik und das war für diese Mannschaft, Standard Liège, war das eine Selbstverständlichkeit. Und das hat er dieser Mannschaft beigebracht und das war derartig sensationell. Dann habe ich gesagt, wer so etwas einer Mannschaft beibringen kann, der kann nur ein großer Trainer sein. Allerdings kein billiger, wie Netzer bald erkennen muss. Für ihn gab es keine Bruttobeträge. Für ihn gab es nur Nettobeträge, Brutto gleich Netto. Und das war für uns natürlich nicht möglich. Wir haben natürlich eine hohe Steuerbelastung gehabt in Deutschland, es war 56% der damaligen Zeit. Und wir mussten seine Forderungen gleich mal verdoppeln, fast mehr als verdoppeln. Und das hat der HSV nun wirklich über seine Grenzen gebracht. Happel hat den HSV über seine Grenzen gebracht, auch im sportlichen Sinn. 1981 wird er zum Nachfolger von Erfolgstrainer Branko Sebec. Sebec lässt oft sehr defensiv spielen. Ein 1:0 ist für ihn ein optimales Ergebnis. Und dann sitzt plötzlich Happel auf der Bank. Ja, ich kann mich ans erste Spiel erinnern. Da waren wir in Frankfurt im Trainingslager Erbis Mühle da oben und hatten das erste Trainingsspiel, also Freundschaftsspiel, was da abgeschlossen wurde. Da stand es dann Halbzeit 2:0 und wir waren schon gewohnt. Für uns war alles in bester Ordnung. Da hat er gesagt, meine Herren, hören Sie auf mit diesem Arschfußball. Spielen Sie vorwärts, da hinten steht das Tor. Letztendlich ist das Spiel dann, glaube ich, 11 oder 12-0 ausgegangen. Happel revolutioniert den deutschen Fußball. Erstmals baut eine Mannschaft in der deutschen Bundesliga Abseitsfallen auf. Auch dass der ballführende Gegner schon in seiner Platzhälfte attackiert wird, ist neu in der Liga. Groß erklärt hat Happel diese Dinge seinen Spielern übrigens nie. Er hat schon in seinen Anfangsjahren als Trainer gewusst, dass er den Spielern Taktik am besten in Trainingsformen beibringt. Het doelpunt telde alleen als iedereen over de middellijn aangesloten was. En als je om te verdedigen niet terug gesloten was. En de tegenstander maakte wel een doelpunt, dan telde die dubbel. Dus ja, hij speelde gewoon al de pressing en terugzak. Ze trainieren sehr veel met den Ball, fast ausschließlich met den Ball. Waarom? Ja, ik denk dat ze eerstens alleen met dat instrument trainieren, met dat wat ik speel. Ja, wanneer ik Pilearspieler ben, werde ik jeden Tag spielen met de Pilear. Ne? Dat is normaal. Ich habe keine Leichtathleten. Was ich konditionelle Frage ist, das überhaupt nicht, weil ich kann ja das alles spielerisch tun.
Und, das war eine, und der Spieler, glaube ich, läuft ja mit dem Ball mit Freude. Happel experimentiert auch gerne. Und das nicht nur beim Training. Es gab mal ein Spiel, haben wir in Waldhof Mannheim gespielt. Da hat er gesagt, wir spielen heute mit 4 Stürmern. Und wenn einer von euch in die eigene Hälfte zurückkommt, wechsle ich ihn aus. Da haben die sich angeguckt. Da habe ich gesagt, wie? Ich will, dass ihr Kraft spart vorne. Wir spielen mit 4 Stürmern, du und du. Wenn ihr in die eigene Hälfte kommt, wechsle ich euch aus. Dann sind die immer kurz vor der Mittellinie stehen geblieben. Und wir sind dann immer wieder gesagt, hey, Unterzahl, hat er nicht interessiert. Er wollte einfach mal das Ding durchziehen. Er wollte, dass seine Mannschaft spielt. Er wollte, dass seine Mannschaft das Spiel bestimmt. Er wollte, dass seine Mannschaft nach vorne spielt. Insofern war das ein ganz anderer Auftritt. Und wir hatten ja mit ihm dann auch die Serie von 36 ungeschlagenen Spielen in der Fußball-Bundesliga. Der HSV wird unter Happel zweimal Meister und einmal Cupsieger. 36 Bundesligaspiele in Folge ohne Niederlage. In Deutschland ein Rekord für die Ewigkeit? Vermutlich nicht. Vergangenen September, vor 2 Monaten, war Borussia Dortmund drauf und dran, den Rekord zu brechen. Doch nach 31 Spielen verliert Dortmund und das ausgerechnet gegen den HSV. Kurz darauf kann man in Internetforen von HSV-Fans Folgendes lesen. Der Sieg sei eine Hommage an Ernst Happel, darunter ein Foto mit seinem Grabstein am Wiener Friedhof mit einem Schal des HSV. Das alles, wie gesagt, ein Vierteljahrhundert danach. Dass man Happel in Hamburg nicht vergessen will, hat viele Gründe. Einer davon ist der 25. Mai 1983. Ernst Happel steht neuerlich in einem Europacup-Finale der Meister, diesmal in Athen. Der HSV ist klarer Außenseiter, denn der Gegner heißt Juventus Turin und ist gespickt mit Stars wie Boniek oder Platini, dem heutigen UEFA-Präsidenten. Dann sind wir abends ins Stadion gekommen. Da waren, weiß ich nicht, 30.000, 40.000 Italiener. Ja, und man verstand sein eigenes Wort nicht. Wir sind zur Mittellinie und man konnte sich nicht so unterhalten, ging nicht. Ja, so ein lautes Pfeifkonzert. Er kam wie ein Trainingsanzug, ne? Wir hatten ja keine Anzüge. Dann kamen die Italiener, die Turiner, voll alle Krawatte, Anzug. Ne? Dann kam Ernst Happel und sagte, guck mal, die feiern schon. Aber die Einzigen, die heute feiern, sind wir. Und tatsächlich, Felix Magath gelingt mit diesem Hammer die frühe Führung. Juventus Turin hat zwar über 80 Minuten Zeit, um den Ausgleich zu erzielen, aber er fällt nicht. Der HSV ist im Fußballhimmel. Die Fans lieben Happel, die Spieler verehren ihn. Alles läuft perfekt für den Wiener. Wären da nicht stets die lästigen Gestalten mit ihren Notizblöcken und Mikrofonen? Mit denen konnte er ja gar nicht. Was ich auch ganz gut fand, ja, weil er die immer so, wenn die nur 1 Zentimeter über dieser Linie waren am Trainingsgelände, hat er sie gleich, das hat er immer gesagt, haut euch in den Schnee. Das war, und die Spieler haben das geliebt. Das Spiel war für mich keine solche Nervenanspannung, wie hinterher mit ihm zu der Pressekonferenz zu gehen, weil ich wusste nie, was da rauskommt. Es war möglich, dass er 3 Sätze gesagt hat, dann ist er aufgestanden und ist gegangen. Mein Grundsatz ist an und für sich schon immer gewesen, auch in Deutschland hat ja die Pressekonferenz, die offizielle auch bei mir nur dauert, weiß ich, 30 Sekunden oder 1 Minute und dann war es zu Ende. Ne? Ich bin ja ein Fußballtrainer, ich bin kein Schriftsteller, sondern ein Romanerzähler. Nach den Pressekonferenzen versteht sich der junge Manager mit dem erfahrenen Trainer aber ausgezeichnet. Er war mir sehr, als Mensch sehr angenehm, weil er ging gerne ins Casino. Und ich ging eigentlich auch gerne ins Casino. So haben wir das verbinden können, dass wir unsere Trainingslager auch da ausgerichtet haben, wo ein schönes Casino war. Zu seinen Spielern hat Happel privat eher wenig Kontakt, aber es gibt Ausnahmen. Er hat mich dann zu ihm am Tisch gerufen, sagte, was trinkt, und sag ich noch ein Bier. Und der bestellt einen Cognac. Bin ich mit dem gesessen, glaube ich, bis 5 Uhr in der Früh. Dann sind wir nach Hause. Und den nächsten Tag, wir am Vormittag noch nie ein Konditionstraining gehabt. Auf einmal kommt er mit Bleiwesten, mit Medizinbälle. Ich denke mir, was ist denn jetzt los? Und jedes Mal, wenn ich bei ihm vorbeigerannt bin, nicht, hat er gesagt, was ist, hast du noch einen Cognac in den Knie? Ja, das war der Haupt. Die Begeisterung um den Trainer sollte bis zu seinem Tode nicht mehr abreißen. Auch seine damals recht kleinen Enkelkinder haben dies noch mitbekommen. So richtig bewusst geworden ist es mir, wie groß das tatsächlich ist. Zum ersten Mal bei seinem Begräbnis.
Das Begräbnis war damals live auf ORF 1, es war live im Fernsehen, es waren tausende Schaulustige, also auch nicht eingeladen, der ganze Friedhof, die ganze Umgebung war voll mit Menschen, die das sehen wollten, was zu dem Zeitpunkt natürlich für ein neunjähriges Kind total schwer zu verstehen ist. Ich habe mir nur gedacht, mein Opa ist tot, was wollt ihr alle da? Als Ernst Happel einmal mit seinen in Wien lebenden Enkeln Christina und Philipp in den Hamburger Zoo geht, wird er bald von einer Schulklasse umringt. Jeder wollte ein Autogramm, die hatten natürlich Fotoapparate mit, weil es war Exkursion und damals war das ja noch nicht so, dass jeder ein Handy gehabt hätte, aber sie hatten Fotoapparate mit, sie wollten Unterschriften und haben halt ewig lange sich Zeit genommen mit denen. Dem Lehrer war das peinlich und der Lehrer ist also sofort hin und sagt, geht's weg, lasst ihn in Ruhe. Und der Vater hat sich nur umgedreht und hat zum Lehrer gesagt, gehen Sie weg. Lass uns die Kinder in Ruhe. Wohl nicht untypisch für Happel. Zu jemandem, den er nicht mag, ist er der Grantler, mürrisch, unfreundlich, eigentlich unsympathisch. Man hat ihm ja irgendwie ein schlechtes Image angehängt, dass er arrogant ist und so weiter. Das hat nicht gestimmt. Er war sehr feinfühlend und vor allem war er eins, dass er sehr sensibel auch war. Also das... Er hat nur außen eine harte Haut gehabt, aber innen war er wach wie ein Butter. Es gibt sogar auf jeder seiner Trainerstationen zwei, drei Journalisten, mit denen er sich gerne im Kaffeehaus trifft, wenn es sein muss, sogar am 24. Dezember. Und dann war es 4 Nachmittag. Und zu Hause hat schon die Bescherung gewartet und ich bin schon auf Nadeln gesessen. Und habe dann gesagt, na, Sie müssen jetzt auch gehen. Nein. Und hat gesagt, was, ist schon fertig, das Gespräch? Und hat gesagt, dann müssen wir morgen weiterreden. Ne? Und ich habe zu Hause Probleme gekriegt, weil niemand hat mir geglaubt, dass ich am Heiligen Abend bis 4 Uhr Nachmittag mit dem Happel ein Interview führe. Und da hat er mir auch damals gestanden, dass er Krebs hat, aber dass er das schon wegkriegt. Ich will im Ausland nicht tot gehen, soll er einmal gesagt haben. Bei seiner Rückkehr nach Österreich kämpft Happel bereits gegen die Krankheit. Ärgern kann er sich über so manche Kritiker im eigenen Land. Du warst 26 Jahre im Ausland mit Erfolg und dann kommst du nach Österreich und musst eine Bewährung ablegen. So kommt man das vor. Ich muss jetzt zum Lachen aufhören. Er hat sich halt nicht sehr gern belehren lassen, nicht? Von Leuten, die vielleicht selbst gerade dann, wie gesagt, nicht einmal einen Möbelwagen unfallfrei aus 10 Meter Entfernung getroffen hätten. Also, das hat ihm nicht gepasst. Die Möbelwagenverfehler werden eines Besseren belehrt, denn auch mit dem FC Tirol wird er zweimal Meister. Damit holt er in insgesamt 4 verschiedenen Ländern Meistertitel. Ich habe mich dem gewidmet, wo ich gedacht habe, na, das beherrsche ich. Und warum soll ich das unterlassen? Man muss immer das tun, was man beherrscht. Das ist das Einfachste. Wenn man es nicht beherrscht, dann wird es kompliziert. In seinem letzten Lebensjahr wird er Österreichs Teamchef. Trotz seiner Krankheit bringt er neuen positiven Schwung in das Team. Leider nur mehr für kurze Zeit. Sein Trainerleben endet mit einem Sieg, einem 5:2 über Israel. Schwer vom Krebs gezeichnet, hat er bis zum Schluss seinen Humor nicht verloren. Auf die Frage, welches der 5 Tore ihm am besten gefallen hat, meint er zunächst... Jedes Einzelne. Ein Tor ist ein Tor. Der Herzog natürlich, nicht in den Aufteilen. In Wahrheit war er bis zum letzten Tag war er mit dem Fußball involviert. Also er hat sich nicht gehen lassen. Ne? Bis zum letzten Tag hat er gekämpft. Ja, hat er unheimlich gelattert, dass er hat müssen so gehen. Aber ich glaube, er hat es nicht anders wollen. Er hat gesagt, ich habe mein Leben gelebt. Sagt, ich habe ein doppeltes Leben gehabt, was ich gelebt habe. Und da kann ich ruhig jeder hergehen, kann mich ruhig holen. Mir macht das nichts. Am 14. November 1992 wird er abgeholt. An seinem Begräbnis nehmen 3000 Menschen von ihm Abschied. Geweldiger Mann, goede Trainer und zonder dass er so jung gestorben ist. Ich habe diesen Mann verehrt, muss ich halt sagen. Man könnte auch sagen, ich habe ihn geliebt oder... Ich habe so viel von ihm mitgenommen. Waren Sie Ministrant auch?
Nein. Ich war mein Lehmkampf in der Strand. Zijn uitstraling, zijn charisma, dat was. Ja, wij vonden dat geweldig. Ik heb vor allen Dingen einen Menschen an meiner Seite gehabt, den ich zu jedem Zeitpunkt respektieren konnte, geschätzt habe, geliebt habe. Wirklich einen großen Charakter, der seinen Job, seinen Beruf in Perfektion ausgeübt hat, aber sich nicht hat nehmen lassen, nebenher auch menschliche Qualitäten zu zeigen und sie nicht aussprechen konnte, aber sie gelebt hat. Ich habe gesagt, ich will 75 Jahre werden und 150 Jahre gelebt haben. Ernst Happel wurde nur 67 Jahre alt, aber... Sendung und alles Gute Ihnen. Herzlich willkommen. Wir sind hier im Ur-Wiener Kaffeehaus im Café Ritter, ein Ort, an dem Ernst Happel sehr gerne seine Zeit verbracht hat, sehr gerne Karten gespielt hat und abgeschalten hat vom ganzen Fußballstress. Mit meinem Bruder und mit mir war er auch das ein oder andere Mal auf eine heiße Schokolade da. Mein Name ist Christine Happel, ich bin die Enkeltochter und ich freue mich sehr, dass wir anlässlich des 25. Todestages uns in einer sehr schönen Runde eingefunden haben, um ein bisschen über ihn zu plaudern, um den Menschen Ernst Happel, aber auch die Fußballlegende noch mal ein bisschen aufleben zu lassen. Was hat ihn so ausgemacht? Vielleicht einmal zu Beginn als Mensch. Was war für ein Mensch? Was war besonders an ihm? Ich habe immer oft gehört, die Ausstrahlung. Herr Netzer, Sie sind sehr eng mit ihm gewesen. Naja, er ist einer der ganz wenigen Phänomene gewesen, die es im Fußballgeschäft gegeben hat. Phänomene kann man eigentlich gar nicht erklären, die kann man nicht greifen. Die erscheinen und machen das, was sie am besten können, und sie sind einfach so. Man muss sie so nehmen, wie sie sind, man darf sie nicht verändern. Die leben in ihrer Welt und leisten dementsprechend. Ich kann sagen, dass ich auf das größte Trainerphänomen getroffen bin, das mir gelungen ist, in Ernst Happel zu verpflichten für den HSV. Ich muss dazu sagen, dass ich ihn vorher nicht kannte. Ich kannte ihn aus einem Freundschaftsspiel, haben wir gegen den Franz gespielt, als er bei Feyenoord war. Kannte ich ihn, der war Trainer bei Feyenoord Rotterdam, in dem Jahr, wo er Europapokalsieger und Weltpokalsieger war. Und wir Gladbacher waren bekannt, die hießen Fohlen für schnelle Stürmer und so weiter. Diese Stürmer haben alle verzweifelt, weil sie sind in ihrem Leben noch nie so oft ins Abseits gelaufen. Das kannten wir überhaupt gar nicht. Die holländischen Spieler haben mir nur die Hand hochgehoben und schon waren wir wieder im Abseits. Also er hat Dinge dann auch nach Deutschland gebracht, die es nicht in Deutschland gab. Vorchecking, Abseitsstellen gab es nicht. Er hat Deutschland verändert. Als Trainer hat er Deutschland verändert. Er war so ein Mensch, wie der Günther ihn gut beschrieben hat. Er war sehr, sehr unangenehm. Er hat auch nicht so viel gesprochen. Aber das, was er gesagt hat und getan hat, das hat schon sein Gewicht gehabt und seine Richtigkeit. Wie war das erste Aufeinandertreffen? War das ein bisschen ehrfürchtig? Ja, absolut. Ich habe leider nur ein Jahr mit ihm zusammenarbeiten können, aber für uns, ich war damals noch ein junger Spieler, aber für alle Spieler von uns, wurscht, ob es jüngere Spieler waren oder ältere Spieler waren, es war einfach von ersten Tag an eine Erscheinung. Das ist ganz klar. Und man hat auch gesehen, so wie schon erwähnt worden ist, wenig gesprochen und alles gesehen als Trainer. Und das ist oft das Wichtigste. Also du kannst heutzutage über den Fußball philosophieren. Wenn du die wichtigen Dinge im Spielfeld nicht erkennst und änderst, wirst du als Trainer keinen Erfolg haben. Und da war ich 1A. Und ich war damals gerade in einer Phase, wo ich gerade noch ein halbes Jahr bei Rapid gespielt habe und dann noch nach Bremen gewechselt bin. Und habe mich auch noch in der Persönlichkeit gerade so ein bisschen noch finden und entwickeln müssen. Und da war er auch für mich ganz, ganz wichtig, weil wir haben auch nicht viel miteinander gesprochen, aber was er mal gesagt hat, das war schon teilweise hart zum Schlucken, aber trotzdem für meine Weiterentwicklung sehr, sehr wichtig.
Man war gefesselt und damit war man sofort in seiner Welt drinnen. Das war das Schöne. Dass Pohl da schon so krank war? Obwohl er so krank war, und ich denke, das ist auch dieses Außergewöhnliche gewesen an Ernst Happel. Dieser Mensch war ein Jahr Nationaltrainer und wir waren uns oft nicht sicher, ob er das nächste Länderspiel noch erleben wird. Er ist von Chemotherapien gekommen, die ihn massivst zugerichtet haben, und er ist trotzdem mit dem Auto ins Stadion gefahren, hat sein Büro bezogen, ist reingegangen, hat alles ganz normal gemacht, als wäre er kerngesund. Er war gezeichnet. Er war gezeichnet, aber das hat der Ausstrahlung nichts abgetan. Das hat der Ausstrahlung nichts abgetan. Und das war eben etwas wirklich ganz Besonderes, das ich mitgenommen habe mit den Tugenden, die er letztlich ausgestrahlt hat. Das war Disziplin, das war Pünktlichkeit. Aber ganz besonders, auch noch in dieser Phase des letzten Jahres, Genauigkeit. Es war bei ihm alles durchgeplant. Er hat mir mal gesagt, er würde gerne auf dem Fußballplatz sterben. Habe ich ihn angeguckt, war ein bisschen geschockt, aber das meinte er wirklich so. Das ist ein philosophischer Ansatz schon, 75 Jahre werden und 150 gelebt zu haben. Das hat er sicherlich verinnerlicht, das wollte er so, und am liebsten wäre er auf dem Fußballplatz gestorben. Die größte Anspannung war gar nicht während dem Spiel, sondern nach dem Spiel, wenn es mit ihm abgegangen ist zur Presse. Ein purer Albtraum. Das war ein wirklich purer Albtraum, ihn zu einer Pressekonferenz zu bewegen. Das war schon vorher, ich habe an seinem Gesicht schon immer gesehen, wann er ganz schlecht drauf war. Und dann habe ich gezittert, wirklich gezittert. Das war ein langer Weg zur Pressekonferenz. Bis da oben habe ich gedacht, vielleicht kann man das noch beruhigen oder einfangen. Und dann hat er einfach gar nicht mit mir gesprochen. Und hat sich manchmal dahingesetzt, hat drei Sätze gesagt und ist aufgestanden und gegangen. Das muss man sich mal vorstellen. Das waren doch die Hamburger Journalisten nicht gewohnt. Das ist die Pressestadt Deutschlands gewesen in der damaligen Zeit. Und die Journalisten, die fanden sich ja auch kleine Stars da, die wollten ja nicht so behandelt werden. Und das hat er alles geschafft, weil er diesen unglaublichen Erfolg gehabt hat, sonst wären die auf die Barrikaden gegangen. Wie ich nach Holland gekommen bin, hat er gesagt zu mir, auf Deutsch, auf Österreich, mit den Arschwiener Gespül, also ich war schon bei Schalke 04, ja. Schon, mit den Arschwiener Gespül, was willst du da, was sag ich, was... Wenn du dich nicht änderst und rennst, schicke ich dich wieder heim. Sag ich, Ape, ich bin gerade gekommen. Was wollen wir wieder haben? So hat er gesprochen. Der damalige Bundeskanzler Franz Franitzky hat bei seiner Trauerrede gesagt, beim Begräbnis, viel spricht man heute von offenen, grenzenlosen Europa. Für Ernst Happel war Europa bereits grenzenlos, als noch kaum die Rede davon war. Er war mit größter Selbstverständlichkeit Wiener, Österreicher und entweder Holländer, Belgier oder Deutscher. Mit Ernst Happel geht ein Stück Europa verloren. Heinz Palmer, würden Sie das unterschreiben, dass er Fußball-Europa geprägt hat, bleibend geprägt hat? Das hat er hundertprozentig, weil alleine, ich sage jetzt, sein Werdegang, Ado Den Haag, dann über Belgien nach Deutschland, zurück nach Österreich, das ist ja ein mutiger Schritt und ein Wandervogel im positiven Sinne, der natürlich von jeder Station zur anderen wieder neue Erkenntnisse auch aufnimmt und sich anpassen muss. Es ist ja nicht so, dass das automatisch ist, wenn du jetzt in Belgien der große Champ bist und dann in Holland und dann gehst du nach Deutschland. Und wir Österreicher wissen ja auch, was das bedeutet. Ah, jetzt geht er nach Deutschland, dann werden wir schon mal schauen, ob er das wirklich zusammenbringt. Und das hat er alles geschafft und dieses Prägende, diese Persönlichkeit, das ist sicherlich das Herausragende. Überzeugt von dieser neuen, innovativen Spielart, die Sie bei Feyenoord Rotterdam am Leib gespürt haben. Zuerst Rapid, dann Schalke und plötzlich ein völlig neues Training. Ja. Viel anstrengender alles mit dem Ball. Vielleicht erzählen Sie selbst, das war eine Umstellung, oder? Bei Feyenoord war es so, das war dann so schnell, der Fußball. Wir haben trainiert, wir haben gemacht, wir haben gespielt. Das Pressing,
war es ganz neu für mich. Es war alles zu schnell. Ich habe gesagt, ganz Europa neu. Ja. Na, vielleicht ist es möglich. Das waren die 70er Jahre, das stimmt schon. Wir haben trainiert, wir haben immer trainiert und zum, die letzten 20 Minuten oder 25 haben wir immer gespielt. Abseits mit Pressing. Das war so, sagen wir das so, wir haben, wer die ganze Verteidigung hat müssen aufrücken und immer ein, zwei Spieler zu dem Ball hin. Wo der Ball war, sollten wir gemerkt haben und wir sind hier rausgelaufen. Wir haben gespielt gegen ganzen deutschen Vereine, wir haben gegen uns nie was gewonnen. Ob das Bayer war, ganz wenige. In der damaligen Zeit haben wir alle geschlagen, fast. Und eben durch das neue System, durch heraus, abseits fallen, herauslaufen, aber müssen alle aufpassen, wenn einer hinten gestanden ist, war es zu spät. Dann ist einer, der Deutsche war schnell oder andere auch, dann war es halt kein Abseits. Aber wir müssen alle aufrücken und immer zwei Männer zu dem Ball. Und das haben wir dann gelernt und auch gemacht. Und so hat er auch diese Erfolge gehabt. Der hat den Holland, wir sind die erste holländische Mannschaft, mitten ernsthaft, haben wir den Weltpokal, Europapokal oder Champions League, wie man das nennen will, Meister geworden. Wir haben alles gewonnen. Wir haben zu Hause kein Spiel fast verloren in der ganzen Saison. Und einen Schnitt von 52.000 Zuschauern mit der damaligen Zeit, einer der größten Vereine der Welt damals. Und das hat alles durch den Ernst Happel, hat Feyenoord solche Erfolge gehabt, die haben sie bis heute nie mehr erreicht. Würde Ernst Happel auch im heutigen Fußball noch so erfolgreich sein? Was sagen die Herren dazu? Er hat Erfolg gehabt. Und das war die Eintrittskarte für sein Benehmen. Ich hätte ihn auch manchmal an die Wand klatschen können. Glaubt doch nicht, wir loben ihn zu Recht hier alles. Das ist der Größte und der Beste, den ich je in meinem Leben gehabt habe, als Spieler und als Privatmann. Ich habe ja noch viele Trainer in dieser Welt kennengelernt. Und da kommt keiner ran an diesen Mann. Das ist ausgeschlossen. Aber so was diese Dinge betrifft, die er nicht wollte, da konnte ich ihn wirklich an die Wand klatschen. Das war wirklich sehr, sehr schwierig zu vermitteln. Nicht? Das war extrem schwierig. Und ab dem Zeitpunkt, wo er Nationaltrainer geworden ist, hat er natürlich gleich einmal seine Regeln aufgestellt. Wir waren alle in Ehrfurcht. Vielleicht der Toni Polster als einziger nicht, weil der war Spanien-Legionär und wir haben immer um 7 beim Frühstück sein müssen. Und wir sind halt alle schon um 6:45, also 6:45 beim Frühstück gesessen, weil es hat jeder Angst gehabt, dass er zu spät kommt und dass er gleich heimgeschickt wird oder so. Nicht? Weil wir haben ja gewusst, dass da, und der Einzige, der immer kurz vor 7 gekommen ist, war der Toni, ist gekommen und sagt, Trainer, ist ja Wahnsinn, mitten in der Nacht Frühstück, wer hat da schon Hunger? Weil er halt gewohnt war, Spanien ganz einen anderen Rhythmus, aber das war halt dem Trainer total egal und dann sind wir gleich zum Training und da haben wir schon gesehen, dass ein ganz anderer Zug drinnen ist, keine Frage. Und für mich persönlich ist schon, wir haben das letzte Spiel damals 5:2 gewonnen und ich habe 2 Tore geschossen und habe eines meiner besten Länderspiele gemacht und wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke, ist es für mich schon eine schöne Erinnerung, wo ich gewusst habe, okay, mit mir als Mannschaft haben wir jetzt einen schönen Abschied. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen sentimental, aber trotzdem ein Spiel geliefert, wo er sicherlich auf uns alle stolz sein hat können. Ich weiß, dass er bis zuletzt sehr stolz war und auch nicht wollte, dass die Leute sehen, dass er schon sehr schwach war. Das hat sich ja auch bei dem Spiel gezeigt. Er wollte ja nicht mit der Mannschaft raus, aber das kommt sicher besser aus deinem Mund. Ja, er ist dann wirklich als Letzter rausgekommen aus der Kabine, direkt auf die Betreuerbank, praktisch mit dem Anstoß des Spiels. Und ich denke schon, dass er auch wusste, dass es vermutlich sein letztes Spiel sein könnte und dass er dem besondere Aufmerksamkeit auch gewidmet hat für sich selbst. Er war extrem schwach. Kein anderer Mensch auf dieser Welt würde sich daraus wagen, auch noch aufrechten Schrittes dorthin gehen, sich hinsetzen, 90 Minuten, letztlich auch diese Anspannung ertragen und dann einen Abgang machen. Und er ist auch selbst dann noch zur Pressekonferenz gegangen. Er hat sogar noch einen Witz gemacht. Er hat noch ein Witzchen gemacht. Welches von den 5 Toren war das schönste? Und er hat gesagt, na, alle. Und hat dann so 20 Sekunden gewartet und hat dann gesagt, na, dein Herzog seins natürlich. Also da hat man auch diesen Humor wirklich durchgingen sehen. Aber natürlich im Zusammenhang mit Andi Herzog hat er mir auch dann so in der Endphase mehrmals gesagt, kannst du irgendwie dafür sorgen, dass der nicht so viele Schnitzel isst? Weil er hat gedacht, dass er um Mitternacht immer die Schnitzel bestellt im Zimmer.
Und Andi, das musst jetzt du beantworten, bitte. Ich muss eines sagen, ich esse gern Schnitzel, gar keine Diskussion. Sieht man leider auch. Aber ich war damals jung, ich war 20, 21 Jahre. Ich hätte mir nie getraut, um 11 in der Nacht Schnitzel zu bestellen. Es war sicher der Polster oder der Ogris und haben mit Andi Herzog unterschrieben. Und ich als Jüngster war dann der Idiot. Und einmal kommt der Heinz zu mir und sagt, du Andi, das geht nicht, du kannst um 11 in der Nacht nicht immer Schnitzeln essen. Sag ich, Heinz, ich esse die Schnitzeln nicht, das gibt's nicht. Das würde ich mir nicht trauen. Und dann war ich einmal bei der Massage, komme gerade raus aus dem Massagezimmer, kommt der Roomservice, sag ich, was ist da? Das sind Schnitzeln. Dann war da, ha, ha, ha. Klopft mir an die Tür, auf einmal schreit schon der Andi Ogres, da sind schon die Preselfetzen, einer damit. Und ich hab gewusst, also. Für mich ist es unglaublich, dass er jetzt schon 25 Jahre tot ist. Ich finde es wunderschön, dass die Erinnerung weiterlebt, dass die Leute nach wie vor Interesse daran haben, dass der Name im Fußball weiterlebt. Und jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal jedem die Möglichkeit geben, noch eine letzte Erinnerung in den Raum zu stellen oder irgendwie schöne Worte zu finden, abschließend. Ja, bei mir ist es so, dass er weiterlebt. Ich habe so viele Dinge erlebt mit ihm. Ich habe ihm so viel zu verdanken, dass in meinen Gedanken er sehr, sehr oft erscheint. Wenn man über Fußball redet, kommt man um Ernst Happel nicht herum. Das erzähle ich immer wieder, was dieser Mann getan hat für den Fußball allgemein, was ihn auch ausgezeichnet hat, dass er charakterlich nicht so war, wie die Leute ihn haben sehen wollen oder wie er rübergekommen ist. Ich habe dem Felix Magath gesagt, als wir den Branko Sebes, der war ein erstklassiger Trainer, haben die Spieler aber sehr darunter gelitten, weil der hat trainieren lassen. Ich glaube, so ein Spieler, die Spieler haben noch nie so trainiert, wie der hat trainieren lassen. Und dann waren die Spieler sehr, sehr gespannt, welchen Trainer ich ihnen dann präsentieren würde. Und dann kam der Name Happel und dann sage ich, ich habe das Gefühl, dass wir einen menschlichen Schleifer kriegen. Er ist zwar knallhart in der Sache und die haben trainiert, dass ihn Hören und Sehen vergangen ist, aber er hat das menschlich verpackt. Und das ist etwas, was ihn ausgezeichnet hat als Menschen. Er hat sich nicht als solcher zu erkennen gegeben. Er wollte mürrisch sein, er wollte abweisend sein und hat dann auf die Reaktion des anderen gewartet, wie er damit umgeht. Und wenn er ihm gewachsen war, dann hat er... war so sanft wie eine Katze. Dann war er wirklich sehr verbindlich und dann hat man einen ganz anderen Ernst Happel kennengelernt. Ich habe dieses erlebt, als ich zum ersten Mal mit ihm hier in Wien war. Dann ist er mit mir zum Heurigen gegangen. Ich war noch nie in meinem Leben beim Heurigen. Und plötzlich fing er an zu singen. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Um Gottes Willen. Nein, Opa hat gesungen. Der hat gesungen. Glaube ich nicht. Doch, der hat gesungen und ich habe immer gehört, ob es nicht ein anderer ist, der da gesungen hat. Ja. Nein, er hat dann gesungen. Da habe ich gemerkt, wie wohl er sich gefühlt hat. Ich habe eine große Erinnerung auf Europacup-Match an einen Menschen, Ernst Happel, haben wir gespielt, Europacup. Wir haben dann 1-0 gewonnen. Es war ein Disput, also ein mit dem Reno Siesel, der war der Kapitän, mit dem war ein Streit, der hat irgendwann durch einen Ball, ich will nicht so weit, also ich will es nur kurz machen. Dann habe ich gesagt, na, zu den Holländern, Spitzelarbeiter auf Wienerisch, ich gehe raus, haben wir so gestritten unter Match durch einen gewissen Ball, was ich verloren habe, und bin zu der Auslinie gegangen. Und der Happel war in der Dugout, wie man sagt, der Bank, heute ist er gesessen, ist aufgesprungen. Ist zu mir gekommen, der wollte in die Kabine reingehen und hat dann zu mir gesagt, wenn du jetzt da rausgehst, früher, wenn du rausgegangen bist, hast du können nicht mehr rein. Wenn du das Feld verlassen hast, hast du dürfen nicht mehr rein. Brust an Brust sind wir gestanden. Und wenn du da rausgehst, darfst du nicht mehr rein, dann schicke die nächstes, das war in Belgien, schon wieder mit dem Schiff nach Hause. Hat er zu mir gesagt, und ich habe gesagt, und du, war mit ihm bei du, war bei sieben, und du, will die Worte jetzt nicht gebrauchen, die können es gebrauchen, diese Worte im Fernsehen, will es nicht sagen, was ich zu ihm gesagt habe. Und du, Happe, du war mit ihm, du kannst sie wieder nicht so wiederholen, es ist vielleicht vor ein paar da am Sitz da. Und eins muss ich dann sagen, das Match war aus, ihr wieder das Tor geschossen, wir haben 1-0 gewonnen. Alles in Ordnung, der Verteidiger war ich einen Monat böse, mit haben wir wenig gesprochen, aber der Ernst Happel, nach dem Match hätte er mich müssen wirklich mit Schief heimschicken, wir haben so schwer beleidigt und da sieht man die Größe
Also von einem Menschen hat zu mir nie damals ein Wort nachgesagt, bis heute nicht. Und das ist großer Mensch und ein großer Trainer. Ich habe mit 3-4 Spielern einen Streit gehabt, die haben auf mich hingeschimpft und ich war damals noch ein junger Spieler. Und habe halt während dem Spiel mich umgedreht und habe mit den Spielern diskutiert und habe zum Streiten angefangen. Und eine Minute später bin ich austauscht worden. Es war irgendwann zweite Halbzeit und war halt jung. Auf der einen Seite war ich schüchtern, auf der anderen Seite auch ein Sturschädel. Und auf einmal ist Klick bei mir im Kopf gegangen, bin ausgetauscht worden, haben mir das Leiberl ausgezogen, bin wütend in die Kabine gegangen. Unter der Dusche, 3 Minuten später, denke ich mir, ja, bin ich denn schon ganz verrückt, sagen wir so. Kann doch das nicht machen, der Ernst Happel, der lässt sich das sicher nicht bieten, der wird mich nie wieder einladen. 3-4 Wochen später, nächstes Länderspiel, ich bin wieder einberufen, freue mich natürlich und ein bisschen mulmig war mir bei der ersten, wie die erste Begegnung sein wird. Und ich komme hin, sage, hallo Trainer, er sagt, na Zauberer, was war beim letzten Spiel? Sag ich, na Trainer, ich habe nur Meinungsverschiedenheit gehabt. Sagt er, glaubst du, ich habe es nicht gesehen? Ich habe alles mitgekriegt, ich weiß auch, warum ihr gestritten habt. Soll ich da, und hat mitgekriegt, dass halt 3-4 eine Gruppe ein bisschen mit mir Probleme gehabt hat, hat er gesagt, soll ich da helfen? Glaubst du, soll ich da helfen? Und ich habe mir gedacht, ja bitte, ich bin nur junger Spieler, das wird mir jetzt schon helfen. Und er hat gesagt, wirst du nicht glauben, dass ich da helfe? Hilf dir selber. Willst du ein guter Fußballspieler werden, musst du da selber durchbeißen. Und das war eben auch so, was ich zuerst am Anfang erklärt habe, wo du als Persönlichkeit ein bisschen reifen musst. Und das war für mich auch eine ganz wichtige Geschichte, dass er mich da nicht hängen hat lassen, sondern dass er mir das sogar verziehen hat, weil er genau gewusst hat, was beim Spiel passiert ist. Und das kann eben nur ein Trainer sein, der das selber alles erlebt hat. Das ist meine Meinung. Also für mich, was bleibt letztlich, die schöne Erinnerung, erstens einmal, dass die ganzen Befürchtungen, die ich hatte oder die man mir auch umgehängt hat, Pressechef und Organisationschef der Nationalmannschaft unter Ernst Happel, das wird die schlimmste Zeit deines Lebens. Null, genau das Gegenteil. Es war eine sehr schöne Zeit und am Beginn war Ernst Happel sehr klar. Ich glaube, das entspricht auch dem, was Günter Netzer gesagt hat, so ein paar Tests ausgeschickt. Wie ist der Typ? Ist er korrekt und so weiter? Und er hat so einige Wochen lang hat er immer gesagt, Palme, haben wir die Jausen da bestellt? Kuchen trocken. Ja, Trainer, alles erledigt, das und das. Und nach ein paar Wochen sagt er plötzlich zu mir, Heinz, kann ich mit dem im Auto mitfahren? Und das Umstellen von Palme auf Heinz wusste ich, das Eis ist gebrochen, ich habe sein Vertrauen und damit kann eigentlich nichts mehr passieren. Ich muss natürlich weiter meine Leistung bringen. Die Herren könnten ewig weiterreden. Ja. Ich erinnere mich gerade, er hat mir mal mein Auto kaputt gefahren. Den Ferrari? Nein. Er hatte noch einen sehr. Eine Familienkutsche in der damaligen Zeit. Ich habe ihn ja immer so ein bisschen unterhalten müssen. Ich ging immer mit ihm ins Casino und wie gesagt, ich war auch gerne im Casino, weil mich das Spiel fasziniert hat und so weiter. Und da hat er mich auch wieder überrascht, dass ich seine Mentalität erkannt habe während des Spiels. Wenn er gewonnen hat, hat er sich ein Limit gesetzt und hat aufgehört und ist gegangen, obwohl er eine Glückssträhne hatte. Er ist trotzdem gegangen. Er hatte die Kraft tatsächlich im Gewinn, das richtig zu erkennen, dass es besser ist zu gehen. Und da gehört einiges dazu. Das zeigt diesen Charaktermenschen, Ernst Happel. Dann habe ich ihn immer nach Sylt bringen können mit meiner jetzigen Frau, damaligen Freundin, sind wir dann nach Sylt gefahren, eine wunderschöne Insel, kannte das auch nicht so gut, aber meine Freundin ganz sehr gut. Dann sind wir da hingefahren und er war eigentlich sehr, sehr gern Auto gefahren und dann habe ich ihn auch immer eine Strecke fahren lassen und dann eines Tages gibt es einen Vorfall da, er sieht die Situation nicht richtig und fährt einem anderen das Auto kaputt. Das war ein HSV-Fan und er hat das nicht so tragisch genommen, diese Sache. Er war irgendwie geschockt. Er hat sich wieder auf die andere Seite begeben, auf den Beifahrersitz und hat die ganze Strecke über 2 Stunden mit mir kein Wort gesprochen. Der hat nicht den Unfall mit mir besprochen, ob er ein Idiot ist oder der andere ein Idiot ist. Nein, er hat das wirklich einfach so hingenommen, hat das für sich ausgelebt und hat kein Wort mit darüber gesprochen. Bezahlt hat das auch nicht, den Schaden. Ich glaube, wir haben ihn gerade sehr schön nochmal aufleben lassen. Herzlichen Dank eben nochmal den Gästen, herzlichen Dank den Zuschauern
und schönen Abend noch. Dankeschön.